Hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen. Ich bin's, euer GigaGreevy von Gigalabastia, dem kleinen bescheidenen Hort rund um die Welt von Pokémon. Und ja, ich war heute unterwegs, heute Morgen. Und als ich wieder nach Hause kam, stand da eine Person mit einem gelb-roten Shirt vor der Eingangstür. Und er hatte dieses Paket hier dabei. Und da habe ich gesagt, sag mal, ist das für mich? Hat er gesagt, ja. Er wollte gerade gehen. Es hat keiner aufgemacht. Ich so, hier bin ich, rechtzeitig. Und das war einfach nur wunderschön. Denn in dieser tollen Box hier befindet sich die Pokémon Go strahlende Evoli-Box. Ist ja gerade was runtergerutscht. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Aber was das sein könnte, das schauen wir uns gleich mal an. Ihr Lieben, denn strahlende Evoli Premium Kollektion ist eine Box, die 59,99 Euro kostet, also genauso viel wie die Top-Trainer-Box mit Mewtwo, kommt in dieser klassischen Pappverpackung. Und wir haben hier hinten auch nochmal eine kleine Anleitung oder beziehungsweise eine kleine Erklärung zu dieser Box. Wir sehen auch hier nochmal das Shiny Evoli aus dem Spiel von Pokémon Go. Das ist auch genau die Grafik aus dem Game. Und sehen auch hier hinten schon, was hier alles mit drin ist. Wir haben die Promokarte, wir haben den Pin, eine Spielunterlage. Dazu kommen wir gleich. Und 8 Booster sind hier mit drin. Das sind 2 weniger als in der Top-Trainer-Box und ich spreche auch gleich darüber, inwieweit sich das vielleicht ausgleicht. Es ist auf jeden Fall eine, wie ich finde, sehr, sehr große Box. Gut verarbeitet, der Kleber sitzt. Das habe ich auch schon schlimmer gesehen, schlimmer in Erinnerung. Ich mag auch die Box an sich, weil wir hier diesen Hintergrund haben. Hier ist sogar noch das Evoli von hinten, von der Rückseite, was wir ein bisschen sehen. Ich weiß, Müll interessiert eigentlich niemanden. Ich schaue trotzdem ganz gerne mal mit drauf. Ohohohoho. Und hier haben wir diese wunderschöne Spielmatte. Ach, oh Leute. Also das ist schon ein Träumchen. Ich weiß nicht, wie viele von euch diese Spielmatten mögen, benutzen. Erinnert mich gerade direkt an die Pikachu-Box aus Celebrations. Der Druck ist jetzt nicht so ganz perfekt. Vielleicht kann ich das hier mal ein bisschen näher ranzoomen, denn erkennt ihr das auch. Ja, also man sieht schon, ist jetzt nicht gestochen scharf, aber durchaus ausreichend, würde ich mal behaupten. Man hat auf diesen Spielmappen allerdings leider keine Einzeichnungen für die Bank oder für den Ablagestapel. Es ist wirklich einfach nur eine kleine Matte, auf der man dann die Karten gut platzieren kann. Aber hey, kriegst du hier dazu, sieht wunderschön aus, kann man sich vielleicht sogar an die Wand hängen oder sowas, ne? Oder keine Ahnung, einfach zur Deko. Oder als großes Mauspad zum Beispiel, da kann man das bestimmt auch benutzen. Es ist, glaube ich, nämlich auch das gleiche Material, was man von herkömmlichen Mauspads oder Tastaturpads kennt. Auch wieder mit am Start sind Codes für Pokémon Go. Es sind allerdings diesmal nur 8 Stück auf diesen Kärtchen drauf, weil wir ja nur 8 Booster haben. Nicht so wie in der Top-Trainer-Box, da waren es ja 10 Booster, also 10 Codes. Ja, wieder wahllos, man sieht nicht so richtig, was drin sein könnte. Also wenn hier nochmal die Klamotten drin wären, dann würde ich die wahrscheinlich einfach doppelt bekommen. Das ist ein bisschen schade, aber gut, vielleicht ja, kann ich die hier einfach mal dann verlosen oder so oder zeige die dann mal. Gerade bei einem Wochenend-Opening, ne, wenn wir dann Online-Booster aufmachen. Das wäre eine coole Sache eigentlich. So, und dann habt ihr hier ein wunderschönes Evoli strahlend, also Shiny, als Pin. Gibt es ja einige Pin-Sammler unter euch, glaube ich. Die werden hier nicht dran vorbeikommen. Interessiert mich persönlich jetzt nicht ganz so sehr. Dann gibt es die strahlendes Evoli-Promokarte. Die sieht unfassbar schön aus. Gibt es auch, glaube ich, wirklich nur in dieser Box und ist mit einem kompletten Holo-Effekt bedeckt, wie man ihn auch schon aus Astralglanz kennt. Da hatten wir ja bei meinem Display-Opening ebenfalls Shinies gezogen und das ist genau der gleiche Effekt. Hier sieht man vielleicht gerade ein bisschen besser in der Kamera, ja, mit diesen Rauten im Regenbogen-Design. Funkelndes Treffen ist die Attacke. Durchsuche dein Deck nach bis zu so vielen Karten, wie du verschiedene Pokémon-Typen im Spiel hast und nimm sie auf deine Hand. Und der Boost-Sprint macht 50 Schaden für 3 Energien. Ist jetzt kein sonderlich starkes Evoli, glaube ich, würde ich mal behaupten. Aber funkelndes Treffen passt ja ganz gut zum Shiny-Status dieser Karte und auch sehr farbenfroh ist das Artwork dementsprechend. Ja, und dann gibt es nichts mehr weiter groß zu entdecken, außer natürlich das, wofür man sich so eine Box letztlich holt. 8 Booster. Und da komme ich schon zu so einem ersten kleinen Fazit. Lohnt sich diese Box? Also sie lohnt sich natürlich, wenn man gern diese Evoli-Karte möchte. Wer nur Booster möchte, der ist besser beraten, zum Beispiel die Top-Trainer-Box zu kaufen. Da bekommt ihr für denselben Preis 10 Booster. Habt auch eine Promokarte, nämlich die Mewtwo-Karte. Ihr habt noch die Hüllen dazu. Allerdings natürlich
Was es hier so ein bisschen aufwertet und dann den Preis gerechtfertigt macht, das ist diese Spielmatte. Also wenn ihr sagt, auch so eine Spielmatte hätte ich auch Bock drauf oder der Pin zum Beispiel, gut, dann sollte man sich diese Box holen. Aber wer jetzt sagt, nur für die Booster, also gerade wenn ich jetzt sage, ich will noch mehr Booster auspacken, dann würde ich mir wohl eher eine zweite Top-Trainer-Box holen als so eine zweite Evoli-Box, weil zwei Spielmatten brauche ich nicht. Ich brauche auch persönlich den Pin nicht. Da hätte ich schon mehr Verwendung für die Mewtwo-Hüllen zum Beispiel, weil Karten damit einzutüten, das brauchst du halt immer, ne? Das geht immer. Aber genug der langen Worte. Jetzt rasen wir durch die Booster, denn wir haben ja mit der Top-Trainer-Box schon einige Booster aufgemacht und auch schon ein paar coole Hits daraus gezogen. Auch viele Holos schon entdeckt. Wenn ihr das verpasst habt, schaltet da gerne ein. Denn auf die doppelten Karten werde ich jetzt hier an dieser Stelle nicht mehr groß eingehen, sondern das sollte jetzt ein bisschen schneller gehen. Energiekartenraten machen wir natürlich trotzdem. Ich sag zum Auftakt heute Feuer 3, 2, 1 und es geht sofort gut los. Ebenfalls mit einer Feuerenergiekarte. Shillok, Lamus, Lunastein. Ich glaube, wir haben wirklich jetzt fast alle Kommen- und Ankommen-Karten durch. Karpador, Dusselgur, Onyx, Candela als Reverse und unsere erste seltene Karte heute. Der Trommelwirbel wird abgefeuert und es kommt nochmal Arktos. Das ist unsere erste doppelte Holo-Karte, glaube ich. Wir hatten Relaxo als Reverse zwar, aber nicht doppelt in dem Sinne, weil wir haben es einmal als Holo und einmal als Reverse. Und Arktos hier unsere erste doppelte Holo-Karte. Worüber ich mich persönlich heute vor allem sehr freuen würde, das wäre ein strahlendes Pokémon, wie zum Beispiel Bisaflor, Turtok oder Glurak. Die gibt es ja hier als Shiny-Variante. Ja, da hätte ich echt gerne alle drei natürlich in der Sammlung. Also gut, ich will sowieso das Master-Set voll bekommen, aber es wäre geil, wenn wir eine Karte hier aus dieser Box ziehen würden. Energiekarte, Kampf. 3, 2, 1, Kampf oder nicht? Ach, Unlicht, okay. Nehmen wir Unlicht. Kampf ist sehr effektiv gegen Unlicht. Lamus, Lunastein, Bisa, Knosp, Pikachu mit seinem Trainer und den gelben Schuhen. Shigi und Bidiza. Wir müssen auch aufpassen, nicht, dass wir wieder ein Ditto verpassen. Das hatten wir ja neulich. Despota als Reverse, das ist eine neue Karte, die hatte ich noch nicht. Die gibt es auch als Holo und hier haben wir sie jetzt erstmal als Reverse gezogen. Despota mit 180 KP und einem extrem coolen Artwork. Despota, ich hatte es schon ein paar Mal erwähnt, ist ja auch eines meiner Lieblings-Pokémon aus der zweiten Generation. Es kann tobende Hagel für zwei Energiekarten und es fügt für jede Schadensmarke auf allen Pokémon auf deiner Bank 10 Schadenspunkte zu. Und falls ihr euch an Pupita erinnert, Pupita hat einen Angriff, da könnt ihr Schaden zufügen auf der Bank deines Gegners und auch auf deiner eigenen Bank. Und Erdbeben hier von Despotar macht 180 Schaden und fügt auch jedem Pokémon auf der eigenen Bank 20 Schadenspunkte zu. Also auch hier schon allein mit Despotar ist dann wieder eine Kombinationsmöglichkeit vorhanden. Schauen wir noch auf die seltene Karte. Der Trommelwirbel läuft. Was haben wir noch nach Despotar als seltene Karte? Nochmal Arktos. Boah, das ist ja bitter. Das ist ja bitter. Zweimal Arktos jetzt gezogen. Und jetzt haben wir die Karte sogar schon dreimal insgesamt. Boosterino Nummer Drio. So, da gibt es keine Energiekarte, sondern eine Vista-Karte. Schön, dass die immer so aufploppt. Brauchen wir also keine Energiekartenraten machen. Zack, da ist sie, die Vista. Und wir haben wieder Candela, Lunastein, das Sonderbonbon, was ich sehr cool finde. Und ich muss mich entschuldigen, es gab das Sonderbonbon mit genau dieser Funktion natürlich schon in vorangegangenen Erweiterungen. Ich hatte es aber irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm. War mir nicht mehr so geläufig. Na, da kann man ja die Phase 1 Entwicklung überspringen, wenn man Phase 2 hat und und das Basis-Pokémon. Ariados und die seltene Karte. Es schaut hier schon unten ein bisschen was raus. Trommelwirbel. Alola Kokowaiwi, ne V-Karte, die wir noch nicht im Besitz hatten. Alola Kokowaiwi mit diesem kleinen süßen, ich weiß gar nicht, was es ist. Ist das jetzt die Route von Kokowai? Ja, ne? Hat das auch nochmal ein Gehirn? Teilt sich das irgendwie? Ich weiß es gar nicht so genau. In die Höhe sprießen, wirf eine Münze, durchsuche bei Kopf dein Deck nach bis zu 5 Pflanzenenergiekarten und lege sie beliebig an deine Pokémon an. Und Kopfschwung, da braucht es 3 Energiekarten und diese Attacke fügt für jede an Kokowai angelegte Pflanzenenergie einem Pokémon deines Gegners 30 Schadenspunkte zu. Und das ist auch nicht limitiert. Also wenn ihr hier 10 Energiekarten dran habt, dann dürft ihr 300 Schaden verteilen auf die Pokémon des Gegners. Das ist natürlich auch sehr, sehr cool. Schöne Karte, eine schöne Wii.
Nehme ich mit. Und ich sag mal so, ihr kennt das ja, aus jedem vierten Booster kann man was Schönes ziehen. Das ist so eine Regel, die sich bei mir so ein bisschen eingebürgert hatte. Von daher, wenn man noch einen Hit bekommt, dann hat sich die Box ja auch schon gelohnt. Energiekarte wird geraten. Ich sage Wasser. 3, 2, 1, Wasser oder nicht. Jetzt wird's Kampf. Na, vielen Dank. Ich hatte schon fast überlegt, nochmal Kampf zu sagen. Spark ist mit am Start. Chanera, Stalos, coole Karte. Finde ich immer noch sehr, sehr schön. Die Artworks generell habe ich ja schon sehr oft gelobt. Kamaub, Evoli, Navitaub als Reverse und die seltene Karte in diesem Booster ist Pikachu! Als Holo mit der Sammelkartenspielkappe. Konnte man ja auch in Pokémon Go fangen, als kleine Promo-Aktion vor Release. Und Pikachu kann Stromstoß, 90 Schaden. Allerdings fügt sich Pikachu selbst auch 30 Schadenspunkte zu. Das ist natürlich schon knifflig für 3 Energiekarten. Aber schöne Karte, süßes Artwork und eine Holo, die mir auch gefehlt hat noch. Das geht ab. Oh, das Booster ging aber schön auf. Holy moly. Das ist richtig schön knackt auch. Love it. Alright, Leute. Es ist wieder eine V-Star dabei. Also brauchen wir keine Energiekarte raten. Aber ich nehme ganz gern jetzt nochmal einen Hit. Erstmal kommt die Eibrutmaschine. Sonnenfell, Lokmodul, Alola, Radikal, Lavita, Navitaub. Alles schon gesehen. Oh, da habe ich Ambidiffel übersprungen. Fassersnob. Und ich sehe schon wieder was. Trommelwirbel! Melmetal-Wie! Die nächste Wie ist mit am Start. Melmetal-Wie. Und das Schöne ist, wir haben ja Melmetal-Wie-Max schon gezogen. Da haben wir jetzt beide also hier eingetütet. 220 KP hat Melmetal. Armaufladung macht 50 Schaden. Oh, bitte. Bitte stell scharf, Kamera. I beg you. Genau. Armaufladung, 50 Schaden, du kannst eine Metallenergiekarte aus deiner Hand an dieses Pokémon anlegen und Mega-Hieb für 3 macht 140 Schaden. Alright, Leute, 3 Stück sind's noch. Mal gucken, ob wir noch eine dritte bekommen. Das wäre natürlich der Hammer. Energiekarte erstmal. Ich sag Elektro, 3, 2, 1. Boah, zum zweiten Mal hat's geklappt. Das ist keine gute, keine schlechte Quote, so rum. Xatu und Lamus, Lunastein und Shiggy. Bidifass, Kamaub. Ja, haben wir alles jetzt schon natürlich gesehen. Ich glaube, sind wir wirklich durch? Ich sollte mal kontrollieren! Das wird's nicht! Ja! Nice, Alter! Strahlendes Glurak, Leute. Ich hab's angekündigt, dass ich mich freuen würde, in dieser Box eins zu ziehen. Und boom! Es kommt natürlich ausgerechnet Glurak. Wir hatten in Celebrations schon Glück und jetzt geht's bei Pokémon Go weiter. Ich erinnere mal an die Zuschauer, die schon länger den Kanal verfolgen, an meine Weg des Champs Openings. Da wollte ich ja unbedingt Glurak haben. Hat es irgendwie nie hingekriegt. Ich habe so viel Weg des Champs geöffnet. Weg des Scams sagen ja auch einige. Und seit Celebrations läuft der Laden. Es ist unfassbar schön. Strahlendes Glurak. 160 KP. Herzrasen ist die Fähigkeit. Die Kosten der Attacken dieses Pokémon verringern sich für jede von deinem Gegner genommene Preiskarte um 1. Und die Brandbombe macht 250 Schaden. Allerdings bedarf es dafür auch 5 Energiekarten. Und während deines nächsten Zuges kann dieses Pokémon Brandbombe nicht einsetzen. Strahlendes Duos, schaut euch das an hier. Schaut euch den Effekt an, wie schon bei der Evoli-Karte. Mit der Raute in diesem Regenbogen-Design. Glurak natürlich ein schönes Pokémon in Shiny, ja, in ganz schwarz da unterwegs, außer das Bäuchlein und die Tatzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es um die Artworks geht, da hat für mich Bisaflor tatsächlich mal die Nase vorn von den 3 Startern. Ist ja selten, ne? Normalerweise Glurak ganz vorn, Turtok meistens dazwischen. Und Bisaflor bekam noch nicht so die ganz krassen Artworks ab. Bei den strahlenden Karten muss ich ganz ehrlich sagen, das Bisaflor ist von den 3 am schönsten. Aber ich bin jetzt auch, also ganz ehrlich, ne? Das ist einfach ein strahlendes Glurak, Leute. Es ist einfach ein strahlendes Glurak. Wir haben noch eine seltene Karte. Trommel. Was haben wir noch? Ein Relaxo als Holo-Variante, das haben wir schon gezogen. Aber hier, ach, geil. Einfach nur unfassbar schön. Ah, das ist halt, ey, Leute, das macht Spaß. Also, ich hatte schon so ein bisschen gedacht, na komm, jetzt hast du 2 Wii-Karten gezogen, dann wird es das wohl gewesen sein für die Box. Ich habe wirklich nicht mehr damit gerechnet. Zumal ja auch einige
geschrieben haben, auch bei mir in den Kommentaren gab es mal so einen Fall, dass Pokémon Go eine ganz miserable Pull-Rate hätte. Kann ich persönlich bis jetzt nicht bestätigen. Klar, ich habe nur die Top-Trainer-Box geöffnet und die Evoli-Box, aber so viele Boxen gab es halt einfach auch noch nicht. Ich habe noch das Doppeldeck, das wird es als nächstes dann als Opening geben, aber bis hierhin, ich weiß nicht, was da ist, aber entweder habe ich ein glückliches Händchen aktuell dafür, es läuft, es läuft. Energiekarte, Freunde, was nehmen wir? Ich sage Stahl. 3, 2, 1, Stahl oder nicht? Jetzt kommt Wasser. Naja, aber wir sind heute gut drauf. Also das ist auch immer ganz nah beieinander. Kampf vorhin und Wasser. Knapp daneben ist er zwar auch vorbei, aber immerhin. Hier ist übrigens die Pupita-Karte, von der ich vorhin erzählt habe. Kugelhagel, ja, 20 Schadenspunkte für auch jeden Pokémon auf der Bank. Deiner und der deines Gegners. Wo wir vorhin bei Despotar waren. Onix, Glumanda, Bidiza, Reislaus, Xatu als Reverse. Hat man auch noch nicht. Und die seltene Karte im vorletzten Booster mittlerweile ist nochmal Lapras. Ich habe es mir schon fast ein bisschen gedacht, dass die Holos jetzt sicherlich ein bisschen sich doppeln werden. Oh, was ist denn hier passiert mit dem Centering? Guck mal, der linke Rand auch viel, viel dicker. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir schauen nochmal kurz an. Wir gucken nachher auf die Glura-Karte. Die ist auch nicht ganz perfekt zentriert, aber Das ist mir sowas von egal. Letztes Booster. Navo, Viro, machen wir es so rum. Let's go. Aber schon jetzt ist die Box natürlich ein voller Erfolg gewesen. Und als Energiekarte sage ich zum Abschluss Psycho. Ne? Psycho im Namen Mewtwo's. 3, 2, 1. Ach, Pflanze. Oh ja, stimmt. Hat man auch lang nicht mehr. So, der Pokestop ist nochmal mit am Start. Stalos. Xatu. Glumanda, Bidiza, immer aufpassen, nicht, dass da doch mal ein Ditto mit dabei ist. Carpador und Dusselgur, nochmal Xatu als Reverse. Und die letzte seltene Karte, machen wir es kurz und schmerzlos, der Trommelwirbel läuft ja schon. Nochmal Glurak! Na Mensch, wie passen? Oh Gott, ich darf hier nicht leicht verunsichert werden hier. Meine Herren, du Holo Glurak. Lichterloh brennen ist die Fähigkeit, jede an deine Pokémon angelegte Basisfeuerenergie liefert zwei Feuerenergien. Du kannst immer nur jeweils eine Fähigkeit Lichterloh brennen einsetzen und Flammenblitz macht 170 Schaden. Lege alle Feuerenergien von diesem Pokémon aber auf deinen Ablagestapel. Und Leute, jetzt sag ich euch was. Das strahlende Glurak ist ein Basis-Pokémon. Es ist ein also das kannst du wunderbar in einem Feuerdeck kombinieren, die beiden. Das ist ja genial. Das hat aber übrigens 10 KP mehr. Auch interessant. Tja, ihr Lieben, also was soll ich sagen? Zwei V-Karten und ein Shiny Glurak. Geil. Ich bin sehr zufrieden. Drei Hits aus 8 Boostern und ein Hit davon ist auch noch das strahlende Glurak. Da strahle ich doch glatt selber. Das war sehr, sehr cool. Wir haben natürlich jetzt gesehen auch, die Holos doppeln sich, die kommenden Ankommen-Karten. Es ist ein sehr, sehr kleines Set. Ich schaue nochmal, ich glaube 78 waren es, genau. 78 Karten plus ein paar Secret Rares. Das ist nicht sonderlich viel. Es gibt noch die Teamleiter-Boxen, es gibt noch die Tin-Boxen, die Mini-Tins. Und da glaube ich inzwischen, brauche ich nicht mal eine zweite Top-Trainer-Box aufmachen, denn ich denke, mit allen Sets, die es gibt, wo man ja auch die Promokarten dann dabei hat, könnte man schon in der Lage sein, fast alle Karten zu sammeln. Vielleicht die ein oder andere nicht, die ganz besonders selten und gefragt ist. Und da wäre es aber dann auch die Überlegung, sich die vielleicht sogar einzeln zu kaufen. Mal gucken, wir schauen mal. Ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, es wird ein Top 10 wertvollste Pokémon Go Karten Video geben. Das bereite ich jetzt übers Wochenende vor und vielleicht bringe ich das dann schon direkt am kommenden Montag, nachdem diese Folge hier veröffentlicht worden ist. Ich hoffe, euch hat es auf jeden Fall gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich freuen über eine positive Bewertung, einen netten Kommentar, ja, ob ihr damit gerechnet habt, dass Pokémon Go doch so gut abgeht, zumindest was die Hits anbelangt. Gerne auch immer eure Erfahrungen mit dazu schreiben, so ihr denn Pokémon Go Sets schon öffnen konntet. Und wenn nicht, habt ihr denn vor, euch Pokémon Go noch zu holen oder holt euch die Erweiterung so absolut gar nicht ab bis jetzt? Schreibt es gerne mal rein und dann würde ich mich freuen, euch auch beim nächsten Mal hier wieder begrüßen zu dürfen. Ich sage, macht es gut und bis dahin, euer GigaGrivy von GigaLabastia. Ciao, ciao. We'll be right back.